Willkommen zu Let's Play FIFA 12. Jetzt die erste Partie der neuen Saison gegen Greuther Fürth. Zu Gast sind wir bei denen in der Playmobil, im Playmobil-Stadion heißt das, glaube ich. So, geht jetzt direkt los. Das erste Spiel ja immer direkt wichtig, um 3 Punkte einzufahren. Hallo? Ja. So, wir in Rot gegen Grün, das passt so. Bei denen ist Ocean und Nöte vorne drin, da habe ich schon so ein Auge drauf. Die haben ihr erstes Spiel der Saison gegen Aachen 1-0 gewonnen, wahrscheinlich im DFB-Pokal, genau wie wir. Und dann geht's gleich los, Samstag 1 Uhr. Willkommen zum Saisonstart der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir spielen gegen Greuther Fürth. Hoffen wir mal, dass das jetzt was wird. Lucarano, Rösler, Aue liegt schon 1-0 hinten gegen Ingolstadt. So, Rösler. Aoi, was war das denn? Ballverlust auf jeden Fall. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall wieder die Bude hinten dicht halten. Man kann auch mit 1-0 Siegen zur Meisterschaft geraten, aber davon ist überhaupt nicht die Rede. 8. Platz, wie gesagt, mein Ziel diese Saison. Frankfurt führt 1-0 gegen Hansa Rostock. Komm. Also man muss vielleicht einfach passiv hinten drin stehen und dann irgendwann im richtigen Moment zuschlagen. Könnte natürlich sein, dass das so ist. Langenegge ist jetzt für Ocean zuständig. Und jetzt Vandenberg mit dem gelungenen Tackling, mit dem Ballbesitz. So, wir gehen direkt wieder volle Sache nach vorne. Oh Gott. Oh Gott. Übrigens, das war eben nicht Rösler, sondern Ilse, wie mir gerade auffällt. Den hatten wir ja nur eingewechselt letzte Partie. Er ja dann direkt mit dem Tor. Fürstner. Oh Gott, 1-0, Greuther Fürth. Ocean, 14. Minute. Haben wir nicht aufgepasst. Beziehungsweise wir spielen auf Profi. Ich habe gesagt, es wird schwer. Es wird verdammt schwer wahrscheinlich sogar. Oh Gott, Lucarano mit so einem Fehlpass dann auch noch. Jawohl, Einwurf für uns, sehr gut. Wirf ein, Junge. Ja, oh. So, sehr schön. Auch wenn der Gegner da etwas spektakulär durch die Gegend flog, durch unser Technik. Jawohl, langer Ball auf Ilse. Mit dem Lupfer, aber der Keeper auf dem Posten. Oh, da war unsere erste Torchance. Wir hätten noch ein bisschen stärker und höher früher vielleicht auch lupfen müssen. Auf Lucarano. Der setzt sich durch. Schuss. Ilse. Aber abseits, glaube ich. Nochmal gucken. Ja, war auf jeden Fall abseits. So, wir hatten jetzt auch schon unsere Chancen. Der Ausgleichstreffer ist also nicht unmöglich für uns. Wir müssen nur die Abwehr besser reinkriegen. Nur ist gut. Ilse. Ah, Lucarano. Wenn der Ball auf Ilse durchgeht, dann haben wir hier eine richtig gute Chance. Aber so verpufft alles. Oh, Langenegge. Vandenberg. Lukimia. Ratajczak, sicher. Kurzes Anrollen. Boczek. Fink. Ilse. Lucarano. Lol. Ah, war anscheinend Ball gespielt. Ich dachte, das wäre schon ein Freistoß für uns. Langenegge. Energie. Cottbus führt gegen den FSV Frankfurt. Ilse. Lucarano jetzt am Ball. Lucarano noch nicht da, wo er bei Bayern aufgehört hat. In Topform. 37 Minuten rum. Wir liegen immer noch 1-0 hinten. Oh, feiner Ball. Feiner Ball. Auch wenn er jetzt mal langsam einer meiner Meinung nach den Ball holen könnte. So, Ball wird nach vorne gespielt. Ilse. Auf Lucarano. Das ist nicht abseits, komm. Abseits, das muss aber hauchdünn gewesen sein. Ja, war hauchdünn. Schade, schade, schade. Da wäre Ilse frei durch gewesen. Jetzt. Beister. Auf Ilse. Komm, setz dich durch.
Ilse. Ilse! Und er zieht am Tor vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Max Grün jetzt mit dem Abstoß. Also die Chance hätten wir gerade wirklich besser nutzen müssen. Was ich da gemacht habe, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, Lucarano abseits. Das ist, wenn man nicht mit zurückkommt, dann ist das klar, dass es so was abseits gibt. Halbzeit ist jetzt rum. Wird der Schiri jetzt wahrscheinlich gleich abpfeifen. Ratajczak fängt den Ball nochmal kurz angerollt. Jo, da ist die erste Halbzeit vorbei. 1-0 Rückstand. Wir hatten unsere Chancen, aber haben sie nicht gut genutzt. Wir machen direkt weiter. Bla bla bla. Interessiert keinen. So, jetzt hoffe ich, dass wir den Ausgleichstreffer machen können. Oh, schöner Seitenwechsel von den Fürtern. Oh, da muss doch einer bei sein. Ballbesitz. Los, Lamberts. Fink. Boczek. Lucarano. Ilse. Auf Lucarano. Oh, genau. Wie hat der Tor das denn gemacht? Im Laufen den Ball schon abgefangen. Oh, der Ball war knapp. Den hätten wir fast direkt schon zurückerobert. Also jetzt geht es hier auf jeden Fall schon mal für uns in Richtung Tor. Meine Güte. Cottbus kriegt den Ausgleich gegen Frankfurt. FSV Frankfurt wohlgemerkt. So, jetzt Ilse. Ilse. Der nimmt den langen Weg auf sich. Ah, da wollte ich noch eine kleine Drehung machen, dann draufschießen. Aber da war mal eins zu spät. Jetzt der erste Wechsel bei den Fürtern. Tiralla kommt für Prip. Lucarano. Oh, Lucarano, da den Ball zu verlieren. Das war so gut vorne. Jetzt muss Lukimia an den Ball und er macht seinen Job. Beister. Lucarano. Ilse. Ilse. Schuss aus der Drehung. Der Ball ist im Tor. 62. Minute, der Ausgleich. Wunderbar. Ilse mit einer Einzelleistung. Dann Schuss aus der leichten Drehung ins kurze Eck. Der Torwart kann die Hände nicht schnell genug hochheben. Und der Ball ist im Netz. Wunderbar. So darf die Sache bleiben. Jetzt bin ich zumindest schon mal zufrieden, dass wir jetzt den Ausgleich gemacht haben. Ah, Lucarano. Da ein bisschen besser im Zweikampf und der Ball wäre schon wieder in unseren Reihen. Komm jetzt hier. Lamberts. Fink. Lucarano halt. Wer sonst da vorne? Ja, schöne Grätsche des Gegners, muss man ja so sagen. Fink, Lamberts, Ilse. Jetzt der Ball auf Lucarano. Oh, schlecht gemacht von Lucarano. Jetzt bleibt bitte ein Abwehrspieler da beim Stürmer. Vandenberg. Vornöte am Ball. Ratajczak braucht den Ball nur noch aufnehmen. Boczek. Lucarano. Oh, wo ging der denn hin? Lamberts, der verlagert das Spiel auf die Außen. Vandenberg. Fast ins Ausgelaufen gerade. Lucarano. Drehung, Schuss, aber der Ball viel zu sehr am Tor vorbei. Da fehlte einiges bei dem Schuss. Jetzt der zweite Wechsel bei den Fürtern. Sararea kommt für Pek Türk. Saraza, dachte ich schon. Nein, es ist Sararea. Komm, Kopfball. Monsterlex könnt ihr euch jetzt sparen. Komm, Abwehrspieler. Kopfball hinten raus. Fink, holen dir. Komm, Abwehr, jawohl. Weister auf Boczek. Der verlängert direkt mal auf Ilse. Und jetzt sind wieder Lucarano und Ilse vorne am Ball. Aber Lucarano verliert den Ball direkt. Also Lucarano, der ist noch nicht so ganz auf dem Level angekommen, auf dem er sonst spielt. Komm, bitte hinterher. Frankfurt jetzt schon 3-0 gegen Hansa Rostock. Die Eintracht.
Komm, jetzt mach hier keinen Driss. Sararea. Ratajczak. Kann den Ball zumindest schon mal abblocken. Abseits. Jawohl, der Schiedsrichter hat es gesehen. Ball zwar im Tor, aber der Ball deutlich ins Abseits gespielt. 1-1 immer noch. Damit können wir eigentlich zufrieden sein. Damit bin ich auch zufrieden. Nur mit einem 2-1 jetzt noch wäre ich nicht mehr ganz zufrieden. Ja, Spiel ist vorbei. 1-1. Damit können wir leben. Kräuter Fürth bestimmt ein Aufstiegskandidat, wie ich mal schätzen kann. So, andere Spiele. Frankfurt 3-0 gegen Rostock. Energie 1-1 gegen FSV Frankfurt. Ingolstadt 2-1 gegen Aue gewonnen. Und Duisburg gewinnt 2-0 gegen Bochum. Ilse natürlich Spieler des Tages. Hat, glaube ich, bei uns auch das Tor gemacht, oder? Ja. Lucarano mit einem okay-Wert. Ratajczak natürlich mit einem super-Wert. Ich verabschiede mich mit diesem Unentschieden zum Auftakt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.